Hallo zusammen, in den nächsten Videos wollen wir uns mal die Zeit nehmen, uns wirklich intensiv mit dieser Lorentzkraft zu beschäftigen. Lorentzkraft. Die Lorentzkraft, das war die Kraft, die hinter einem Stromgenerator steckt, die hinter einem Elektromotor steckt, die hinter einem altmodischen Fernseher steckt. Also unzählige technische Anwendungen des Stroms, die beruhen auf dieser Lorentzkraft. Und deshalb ist es auch die Sache wert, wenn wir uns das jetzt nochmal genauer anschauen. Die Gleichung kennen wir ja alle schon. Die Lorentzkraft F, das war ja die Kraft, die war proportional zur Ladung des Teilchens und zum Kreuzprodukt aus der Geschwindigkeit des Teilchens und der magnetischen Flussdichte. Das ist sozusagen die Lorentzkraft im engeren Sinne, so wie sie klassisch gebraucht wird. In den letzten Jahren ist es auch in Mode gekommen, da die elektrische Kraft dazu zu nehmen. Das heißt, dass die Lorentzkraft die Wirkung des elektromagnetischen Feldes beschreibt, dann hätten wir nämlich hier noch diesen Term Q mal den Vektor des elektrischen Feldes. Das ist ja das, was wir kennen hier aus den ersten Videos über die Coulombsche Kraft. Also im modernen Sinne ist das hier die Lorentzkraft, im engeren klassischen Sinne ist die Lorentzkraft nur die Kraft des magnetischen Feldes. Und darauf wollen wir uns jetzt auch erstmal beschränken. Ja, und dann nehmen wir mal ein Teilchen her, sagen wir mal ein Proton. Wir lassen mal ein Proton hier in diese Richtung fliegen, das ist also der Geschwindigkeitsvektor des Protons. Und der trifft dann auf ein magnetisches Feld. Und das Feld ist so aufgebaut, dass der Vektor des magnetischen Feldes, der soll also aus der Bildschirmebene heraus direkt auf euch zeigen. Also in 3D vorgestellt, kommt das jetzt aus dem Bildschirm heraus. Das ist sozusagen, das sind die Feldlinien hier dieses B-Feldes und die zeigen genau auf euch. Das ist der Aufbau hier, so. Das ist also das magnetische Feld, das B-Feld und die Stärke dieses Feldes, das soll 0,5 Tesla betragen. Tesla, das war ja die Einheit dieses B-Feldes, das waren ja Newton Sekunden pro Coulomb Meter, so hat man das ja im letzten Video hier bestimmt. Also das war das Tesla. 0,5 Tesla nehmen wir mal an als Einheit dieses Feldes und die Geschwindigkeit des Teilchens, die Geschwindigkeit dieses Protons, das nehmen wir ein Fünftel der Lichtgeschwindigkeit, also 6 mal 10 hoch 7 Meter pro Sekunde wären das. 300.000 Kilometer pro Sekunde ist ja die Lichtgeschwindigkeit, das sind 60.000 Kilometer pro Sekunde. Und das war die Geschwindigkeit. Was wir noch wissen vom Proton ist die Ladung. Die Ladung Q ist ja die positive Elementarladung, also 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Ja, ich glaube, jetzt haben wir alles beisammen, um die Lorentzkraft zu berechnen. Machen wir es erstmal dem Betrag nach. Also der Betrag der Lorentzkraft ist dann gerade die Ladung hier, 1,6 mal 10 hoch minus 19 mal der Geschwindigkeit mal 6 mal 10 hoch 7 mal dem magnetischen Feld mal die 0,5 Tesla. Und dann haben wir noch einen Faktor, den Sinus des Zwischenwinkels. Also wenn wir hier in Beträgen rechnen, dann brauchen wir noch diesen Sinus des Zwischenwinkels zwischen Geschwindigkeit und magnetischem Feld. Und wie groß ist der Winkel? Nun, das Teilchen kommt ja hier in der Zeichenebene angeflogen. Dieses magnetische Feld, das zeigt aus der Zeichenebene heraus. Wenn ihr euch das dreidimensional vorstellt, dann seht ihr, dass das eigentlich ein rechter Winkel ist. Also die Geschwindigkeit und das magnetische Feld stehen hier im rechten Winkel aufeinander. Das heißt, wir haben eigentlich die maximale Wirkung und der Sinus des rechten Winkels ist ja gerade gleich 1. Das heißt, wir brauchen diesen Faktor hier gar nicht zu berücksichtigen. Da steht nur eine 1. Und wenn wir jetzt diese Beträge hier zusammenrechnen, dann ist das 6 mal 0,5, gibt mir ja 3. 3 mal 1,6, das können wir auch im Kopf, das sind 4,8 mal 10 hoch minus 19 mal 10 hoch 7, das gibt mir 10 hoch minus 12 und die Einheit sind dann Newton. Also 4,8 mal 10 hoch minus 12 Newton, das ist die Kraft, die auf dieses Proton hier wirken wird.
Ja, das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite, die andere Information, die wir brauchen, ist auch die Richtung dieser Kraft. Das ist ja auch interessant. Und dazu müssen wir wieder mal den Stift beiseite legen, denn es kommt wieder diese rechte Handregel hier zum Einsatz. Beim Kreuzprodukt ist es ja so, dass wir die Richtung der Kraft, die Richtung des Ergebnisvektors dadurch herauskriegen, dass wir sagen, der Zeigefinger zeigt in Richtung des ersten Vektors des Kreuzproduktes, das ist in dem Fall hier die Geschwindigkeit. Der Mittelfinger zeigt in Richtung des zweiten Vektors des Kreuzproduktes, das ist hier dieses B-Feld. Und der Daumen, der zeigt uns dann die Richtung der Kraft an. Also wir müssen die Hand, wenn wir das jetzt diesen Aufbau hier haben, dann müssen wir die Hand eigentlich mit der Handfläche nach oben drehen. Ich versuche das mal hier aufzumalen. Also wir brauchen die Hand mit der Handfläche nach oben. Wir hätten hier diesen Zeigefinger, der zeigt in Richtung der Geschwindigkeit. Der Mittelfinger, der wird in Richtung des B-Feldes zeigen, den sehen wir also auch nur von oben hier. Das wäre sozusagen der Mittelfinger. Die anderen Finger, die brauchen wir nicht, das sind uns eigentlich egal. Und der Daumen zeigt uns dann die Richtung der Kraft, also der Daumen, der würde ja dann hier in diese Richtung zeigen. So vielleicht. So etwa sieht das aus. Also die Kraft hier, diese Lorentzkraft, die würde also, sobald das Teilchen hier in den Bereich des Feldes reinfliegt, würde die Kraft nach unten zeigen. Also in der Zeichenebene hier in diese Richtung nach unten würde dieses Teilchen abgelenkt werden. Was heißt das jetzt für die Flugbahn? Wenn das jetzt hier reinfliegt, also hier außerhalb des Feldes passiert noch nichts, im Feld wirkt die Kraft nach unten senkrecht auf die Geschwindigkeit. Das heißt, die Geschwindigkeit würde sich nicht ändern vom Betrag her, aber die Richtung würde sich ändern. Es würde so allmählich nach unten. Unten würde die Geschwindigkeit abgelenkt. Was ist denn jetzt in dem Punkt hier los? Dann müssten wir ja diese ganze rechte Hand auch drehen. Wir müssten die ja genauso hier um 90 Grad drehen, weil die Geschwindigkeit sich gedreht hat. Hier geht ja die Geschwindigkeit nach unten, da müsste dieser Zeigefinger auch nach unten zeigen. Das B-Feld hat sich nicht geändert, das zeigt weiter nach oben, aber der Daumen wäre natürlich auch, der würde nicht mehr hier nach unten zeigen, sondern hier nach links rüber zeigen. Das heißt, die Kraftwirkung in dem Punkt. In dem Punkt würde die Kraftwirkung schon in diese Richtung gehen. Steht ja immer senkrecht auf der Geschwindigkeit. Das heißt, die Geschwindigkeit würde sich weiter ändern. Und wir sehen schon, das Teilchen würde hier plötzlich anfangen, innerhalb dieses magnetischen Feldes Kreise zu machen. Das käme nicht mehr voran, es würde aber auch nicht abgebremst, sondern es wäre hier gefangen und würde hier innerhalb dieses magnetischen Feldes kreiseln. Ja, aber ob es tatsächlich gefangen wird, das hängt ja jetzt nun von dem Radius dieses Kreises ab und den Radius wollen wir uns dann im nächsten Video mal genauer ausrechnen.